Es ist unser Boot. What the fuck? Das ist unser Boot. Und diese Baumstämme ohne Ende von uns. Das ist unser Boot? Wie kommt denn unser... Hä? Ich habe mich gefragt, was ist denn das? Was ist denn das? Da liegt unser Boot in dem Wald einfach mal. What the fuck? Klar machen Boote normalerweise so. Also. Ich schwimme mein Boot auch immer durch den Wald. Unser Waldbötchen. Toll, schön. Epic's best world bug boot ever. Was soll ich mit dem Boot jetzt drin, Alter? Kann mir das mal jemand erklären? Gut, was soll ich auf dem See mit dem Boot, aber... Wird gerade hinter mir gesaugt. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Da ist gerade hinter mir der Staubsauger an. Ich hoffe, man nutzt jetzt nicht im Mikro. Doch, wahrscheinlich schon. So gut wie mein Mikro ist, sollte man das hören. Treesap... Ah! Nee, ist das jetzt... Also, ich habe übrigens festgestellt, das da ist, Baumharz. Das ist Baumharz. Das ist kein Zeppling, das ist Baumharz. Sepp heißt Baumharz. Also, ich habe es nicht festgestellt, das wurde mir... Das habe ich gehört. Gut, okay. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Kann man überhaupt noch die Bäume so hochspringen, dass man das verändern kann? So? Ja, geht noch. Na, komm. So. Ich würde die gern fertigstellen, bevor die nächsten Barbaren jetzt kommen. Und sich so denken, YOLO, Swag, Swag, Digga, wir sind zurück um dir. Und weißt Bescheid. Deswegen würde ich da gerne die Wand vorher, aber das dauert eine Weile. Aber wenn es fertig ist, wird es auf jeden Fall hübsch. Kannst du nicht anders sagen? Ich speichere nochmal ab. Und ich wundere mich echt. Ich wundere mich, warum es nicht mehr Nacht wird. Das ist bestimmt jetzt ein Bug, der mit dem neuen Update dazu gekommen ist. Dass irgendwie die Nacht nicht mehr so funktioniert. Da muss ich mich mal lesen, belesen, ob das... Vielleicht wird da gleich ein neuer Patch rausgehauen, ich weiß es nicht. Der nächste Patch ist ja in 14 Tagen und ein paar Stunden angekündigt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob da jetzt noch einer dazwischen geschoben wird deswegen, weil ist ja schon seltsam, ohne Nacht zu spielen. Andererseits ist es natürlich für den Baumodus, fürs Bauen sehr schön. So, der ist schön gefallen. Na komm. Und ich würde mich echt freuen, muss ich gestehen, bin ich auch ein Befürworter davon. Man kann ja mittlerweile die Menschen, die Dinger kann man ja in Einzelteile zerlegen. Also die zerfallen nicht mehr so, sondern man muss die zerlegen. Ich muss gestehen, ich fände es cool, wenn man die Bäume, wenn man die umgefällt hat, dass man die auch noch zerlegen kann. Das, ihr wisst sicher, okay, ich glaube, ich mache jetzt hier weiter. Dass man halt, der Baum fällt um. Und es fällt nicht sofort in seine vier Bruchstücke, sondern ich fände es cool, wenn der umfällt. Und dann musst du den Baum halt noch zerlegen in seine Einzelstücke. Das wäre auf jeden Fall noch ein Update, das könnten sie hinzufügen. Das würde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Realismus ins Spiel reinbringen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Doch, müsste eigentlich gehen. Ich meine, Stranded Deep hat es auch geschafft. Warum sollte es The Forest nicht schaffen? So, so, Fall um. Sehr, sehr schön. Und ich nehme stark an, wenn wir das jetzt, wenn wir dann hier diese Festung fertig haben und ich dieses ganze Gebäude mal gebaut habe, hier und euch gezeigt habe, was man alles so machen kann, dann werden wir wahrscheinlich auch mal in die Höhle wieder reingehen und mal die Spinnenmutanten und auch die... Da unten sind Barbaren. Die haben uns noch nicht entdeckt. Ich gucke gerade mal, ob ich noch eine Lurchhaut habe. Ne, habe ich nicht. Okay. Ich würde auch, muss ich gestehen, Moment. Ich glaube, wir bauen uns hier mal noch... Auf den Fidschi... Auf den Fidschis kann man gar nicht klicken, gell? Doch, kann man. Ah, das haben sie auch gefixt. Das ist sehr schön. Das heißt, da wird jetzt angezeigt, was einem noch fehlt. Da muss ich natürlich aufpassen. In der Base, wenn jetzt hier... Der große Scheiterhaufen brennt, dann dieses Feuer brennt. Oh, eine Feder. Und dann noch das Totem brennt.
Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie ins Feuer reinlaufen und unsere ganzen Lurche verlieren. Da ist ein Vogel, den würde ich mir ganz kurz mal... Ah, nee, schade, habe ich nicht bekommen. Okay, bin jetzt gerade ein bisschen... Ich glaube, die Barbaren kommen dann jetzt gleich hier hochgelaufen um den Hügel herum. Um den Hügel herum! Wir brauchen noch vier, das heißt, einen Baum bräuchten wir jetzt noch. Ach, hier, ach, das ist ja hier dieser Totembaum, ne? Ist jetzt natürlich unpraktisch. Also wir haben jetzt hier... Die Bäume sind alle zugebaut mit unseren Blattformen, womit man... Eigentlich ist das geil, man könnte nämlich... Mit den Blattformen könnte man unsere beiden Bases miteinander verbinden. Man müsste also gar nicht über den Boden laufen, sondern man könnte von einer Base in die andere reinstolzieren. Ach, so ist das. Das dauert zu ewig, weil diese ganze komplette Riege zusammengezählt wird. Und deswegen brauchen wir so ewig, um das zusammenzubauen. Das sind zwei ganze Wände, die da fertiggestellt werden. Das heißt, wenn wir jetzt die vier Dinger sammeln, dann haben wir es fertig. Wir brauchen noch vier Stück. Na dann, nehme ich mir den nächstbesten Baum. Und dann holzen wir den mal um. Und ich weiß, wir können ja auch noch... Ich habe gerade überlegt, Musik wäre wahrscheinlich noch ganz geil im Let's Play. Ich weiß, man kann hier einen Kassettenrekorder finden. Ich weiß aber nicht... Doch, der liegt auf dem Boot. Dann weiß ich aber noch nicht, also dann wüsste ich jetzt zwar, wo man den Kassettenrekorder findet. Der ist auf dem Boot irgendwo, glaube ich. Aber dann wüsste ich trotzdem nicht, wo man die Kassetten dafür findet. Und noch zwei Baumstämme, dann haben wir es geschafft. Da rollt der erste und das sind sogar mehr als zwei, sehe ich gerade. Dann können wir die Bank noch fertigstellen. Das ergibt jetzt zwar keinen Sinn, die Bank fertigzustellen, aber wer hat, der kann. Und da ist unsere Festung fertig. Wo ist der letzte, den ich gerade gesehen habe? Hier war doch gerade noch ein Baumstamm. Ich bin mir sehr sicher, dass hier gerade noch ein Baumstamm lag. Hier lag doch gerade noch ein Stück Baum. Hallöchen, Baum. Na gut, hier ist unser Boot. Ich weiß nicht, was wir mit dem Boot machen sollen. Wenn wir ganz viel Langeweile haben, können wir das Boot mal zurück ins Wasser schieben. Alter, was für ein Bug? Was ist das hier? Ja, okay, gut. Das war nicht gut. Zwei Sticks collected. Das ist komische Talsenke. Okay. Wait mal kurz, dann gehen wir ganz kurz erstmal, wenn wir den Baumstamm nicht finden, gehen wir ganz kurz erstmal hier rein und gucken uns jetzt hier drinnen mal um, wie das jetzt aussieht. Hallo? So. Wir haben jetzt ziemlich viele Fenster, das heißt, wir können alle Seiten gucken, ob Barbaren kommen oder irgendwo Barbaren sind. Die können da, glaube ich, auch nicht durchklettern, ich hoffe es. Wir haben... Ich habe jetzt hier eine... Ich bin auch so schlau... Ich habe eine Tür hingebaut, genau hinter das Feuer. Und das Ding ist auch genau im Feuer. Klasse. Wir bräuchten jetzt für Feuer plus das noch 6. Und noch 19 Baumstämme für das da. Da ist ein Stick, den nehme ich mal mit. Und platziere ihn da. So. Steine haben wir sich auch wieder gesammelt. Zwei Stück, na gut. Ist jetzt nicht die Welt. Dann schauen wir mal kurz, ob wir ein paar Hasen gefangen haben. Hier ist keiner. Hier sehe ich nichts. Moment. Kurz das Feuerzeug anzünden. Hallo? Okay, da war auch nichts. Dann... Und... So. Kurz ein paar Sticks wieder mitnehmen. Und dann gehen wir ganz kurz in unsere alte Behausung rein.
Ich würde gerne, muss ich gestehen, ein paar Lurche fangen. Aber die zu bekommen, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Momentan sind die wirklich. Hallo? Ich würde gern. Ja, doch. Also sowas hinter die Behausung packen, mache ich nicht nochmal, das weiß ich jetzt. Das werden wir auf der neuen Behausung dann tunlichst vermeiden, glaube ich. Vielleicht mache ich es doch, ich weiß nicht. Mal schauen. Hier ist noch nichts neu gewachsen. Genau. Medikamente, da haben wir nichts gefangen, okay. Hier ist auch nichts, okay. Und hier ist jetzt auch nichts mehr gewachsen, oder? Ist dieses Ding jetzt noch da? Ne, es ist komplett weg jetzt, gell? Hier ist nichts mehr, na gut. Ich würde das da hinten gern abbrechen. Ich weiß nicht, wie man es abbrechen. Es wird, ist momentan wahrscheinlich nicht möglich. Wird hoffentlich bald kommen. So, ich will sogar nicht zu lange rumlabern. Ich würde mich wirklich gerne noch den Rest fertigstellen. Und weißt du was, das Ding da haue ich jetzt ab hier, weil das ergibt keinen Sinn. Ich kann hier nichts verbinden damit, das ergibt absolut keinen Sinn, das stehen zu lassen. Tut mir leid um dieses Ding, was da oben ist, aber das macht keine Logik aus hier, da dieses Ding mit drin stehen zu haben. So, deswegen fliegt das jetzt hier runter und das ist mir auch vollkommen egal. Weg mit dir. Wir mal sehen, ob das Ding mit umfällt. Wäre mal eine interessante Idee, vielleicht findet man einen Bug wieder. Fällt komplett mit um. Ist dann aber leider einfach weg und wird nicht für uns neu gespawnt. Super. Okay, da haben wir einen Lurch gefunden wieder. Das gefällt mir. Dieses Boot da mitten in der Mitte, ne? Das macht mich wahnsinnig. Aufpassen, nicht ins Feuer reinrennen. So, da ist die Bank fertig. Und jetzt da hinten noch, den Stick nehmen wir wieder mit und können, ich glaube, hier ist voll. Nee, ist noch nicht voll, jetzt ist voll. Super, können wir hier? Ne, haben wir nichts gefunden, okay. Dann gehen wir ganz kurz dahinter, wo jetzt der Rest ist. Nehmen wir ein paar Sticks mit. Flop. Komm. So. Lalalala. Hier müssten ja theoretisch noch zwei Baumstämme jetzt liegen, gell? Einer. Da läuft was, aber Baumstämme finde ich jetzt hier nicht. Ist auch egal. Irgendwann findet man die Baumstämme eh wieder. Also es ist ja nicht so, dass wir die nie, noch nie wiedergefunden hätten. Irgendwann findet man sie eh wieder. Jetzt brauchen wir noch drei Stück. Und was das Schöne ist ja, wir sind hier drinnen sicher. Wir können. Hab gerade irgendwas gehört. Wir sind hier drinnen sicher. Wir können hier drin nicht von Barbaren attackiert werden. Das ist schon mal schön und ein super Vorteil. Dieses Boot bewegt sich da alle 3 Sekunden, kann das sein? Ich habe das Gefühl, dass es bewegt sich ständig. Oh. So, dann werde ich jetzt hier mal die Bäume noch abholzen. Das sind 3 Stück auf einmal. Das gibt auf jeden Fall eine Menge zu tun. So, ja. So, dann kann man den Stock noch einsammeln. Und ich frage mich. Ich frage mich halt immer noch, ob diese Spinnmutanten oder, also Spinnmutanten sage ich jetzt mal die mit den mehreren Beinen, oder diese Armmutanten, die dann so 10 Arme oder so haben, ob die, die Möglichkeit haben, ist jetzt egal, wo ich das einbaue. Ich habe mich gerade schon gewundert, lag jetzt gerade hier oben drauf. Hä? Grafikbug, okay. Ob die Möglichkeit haben, aus der Höhle rauszukommen. Und ich hoffe es nicht. Es wäre natürlich rein realistisch gesehen, wäre es möglich, dass die da rauskommen würden. Aber ich hoffe es um Gottes Willen nicht, dass die rauskommen aus der Höhle. Weil sonst haben wir echt ein Problem, weil die können Wälle zerstören. Die roben einfach unsere Base komplett ein und dann denken sich alle anderen Mutanten, hey, ich bin hier. Ich will nicht wissen, wie viele Days wir survived haben mittlerweile schon. Haben wir geschaut? Wir haben.
Oh, Moment. Wir haben im Let's Play 15 Stunden Spielstand. Hallo? Also, das ist eine Menge. Für ungefähr gerechnet 30 Folgen ist das eine Menge. Das heißt... Ne, das war so einer. Das heißt nämlich, dass unsere Folgen ungefähr 30 Minuten im Schnitt sind, was sie auch wirklich sind. Also die The Forest-Folgen sind echt krass lang von mir. Aber es ist besser so, weil so kann man einfach mehr sehen in einer Folge und kann einfach zeigen, okay, hier... Und wenn derjenige... Sag mal, du bist jetzt nicht so der Freund von... Sag mal, du bist jetzt nicht so der Freund von Baumabfell-Dingen. Dann gibt's auch Leute, die spulen einfach vor, das habe ich auch schon gehört. Aus eigenen Kommentaren. Die spulen einfach vor und sagen, okay, ich gucke ungefähr, wenn du fertig bist. Geil. Geil. Wir haben Deerskin, wir haben... Oh, das ist geil. Sehr schön, dass der uns gerade ins Messer gelaufen ist. Und wir haben keinen Stamina-Mix mehr. Alles klar, das wird also jetzt ein bisschen weniger. Die spulen dann einfach vor und sagen, okay, gut, ich gucke jetzt mal 3 Minuten später, okay, da hast du aufgehört mit Holzfällen, da gucke ich weiter. Ist ja kein Problem und das ist einfach cool, wenn so eine Folge 30 Minuten geht, ist ja auch nicht schlecht für euch. Dann, wenn sowas passiert und du bist jetzt auch einer von der Sorte, dann spule seit 3 Minuten vor und guckst dann weiter, wenn ich wieder anfange mit Bauen oder was anderes zu machen. Es ist ein sehr, bei mir ist auf dem Channel ist es ein sehr baulastiges Spiel, muss ich gestehen. Ich bin ein Baufreak. Ich weiß von anderen Channeln, die ich besucht habe. Ja, also was mache ich? Ich dachte, sie sind hier reingefallen. Ah, hier ist einer. Ah, das ist alle hier, okay. Ich weiß von anderen Spielen, die ich besucht habe, von anderen Channeln, die tun mehr erkunden. Ich persönlich bin aber eher so der baufreudige Typ. Ich tue lieber mir eine krasse Mega-Festung aufbauen. Und wenn ich dann irgendwann denke, okay, jetzt bin ich OP, dann renne ich los und erkunde. Das ist halt meine Spielweise. Deswegen ist es ja schön, man kann entweder sagen, okay, hier, ich bin also der Typ, der steht so auf dieses Bauzeug. Deswegen gucke ich bei dir. Oder aber ich bin eher so der Typ, der die Action will, dann gehe ich halt zu anderen Channeln. Ist ja auch egal. Kann ja machen, wie er will. Jetzt fehlen uns hier noch 4. Also dann sind wir fast komplett fertig mit der Base. Also das Haus natürlich, das Haus wird eine ganze Weile bauen. Komm mal her. So. Dann hole ich mir jetzt da oben die Bäume noch. Und deswegen, also wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, ey, Neverest, mach mal. Es soll ja möglich sein. Es soll ja auch möglich sein, Hochhäuser zu bauen. Das habe ich auch schon gesehen auf dem Channel. Ich habe bloß nicht ganz verstanden, wie das gemacht hat. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann sagt das einfach. Dann sagt mal hier, versuch mal sowas, bau mal das und das. Wir haben hier genug Baufläche. Wir haben uns hier einen super Platz gesucht, wo man bauen kann. Hier ist mega viel Platz auf dem Hügel, wo man irgendwas hinzimmern kann. Wenn ihr da irgendwas sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann baue ich das. Der fällt mir direkt auf den Kopf. Hallo? So. Das stellt natürlich auch gar kein Problem dar. So, 2 und noch 2, dann sind wir da fertig. Also 4 Holz wir abgeholzt haben. Ich würde gerne mal im Flugmodus gehen, einfach nur um zu sehen, was wir hier schon weggeruppt haben. Keine Angst, du kleines Dier, dir tue ich nichts. Dir tue ich nichts. Ah, witzig. Einfach nur um zu sehen, was wir hier schon am Wald weggeholzt haben. Dieses Boot, ne? Das ist immer woanders. Täuscht mich das oder ist das immer woanders? Ich habe das Gefühl, das ist immer woanders. So, jetzt gehen wir da mal rein, weil... Wundert mich auch, dass da kein Blinkgeräusch mehr kommt. Normalerweise kommt da ein Blinkgeräusch, wenn es fertig ist. Jetzt nehme ich mir... Ich stehe, glaube ich, sehr nah am Feuer dran, merke ich gerade. So, Custom... Click to Blaze. Hallo? Click to Blaze? Es funktioniert das nicht, oder wie? Da steht doch Click to Blaze. Aber man kann da drunter?
Interessant, wusste ich nicht. Ist aber auch nicht schlecht. Hallo, Click to Play. Was liegt denn da? Was liegt denn da in unserer Browser? Okay, das geht nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir nämlich jetzt... Moment. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir jetzt hier harte Schritte einleiten. Er hat hart gesagt, witzig. Funktioniert das so? Ja. Dann. Und jetzt kann ich theoretisch... Ach, das geht auch? Kann ich jetzt hier einfach? Hier geht's irgendwie, aber da geht's nicht. Na gut. R? Ja, die Drehung war ein bisschen weiter, aber ist auch egal. Obwohl, nee. Machen wir schon richtig. Moment, da zieht halt nehmen wir uns. So. Super, dann wäre das so ein Auftakt hier. Kostet 5, kostet 15, kostet 15? Kosten beide 15, glaube ich. Ja, dann haben wir dann hier so einen Auftakt und können dann hier so hochjumpen. Weiß gar nicht, ob man so hier hochkommt. Es verwirrt mich jetzt halt, dass ich hier... B. Normalerweise müsste es möglich sein... Oder warte mal, was ist denn... Wir haben doch hier auch diesen komischen neuen Boden. Den hier, gell? Was genau soll das sein? Ich versteh's nicht. Das kann man irgendwie anbringen. Ich versteh's nicht. Das geht anscheinend auch nicht. Was ist das? Custom Foundation? Okay. Kommt da sowas dazwischen oder bleibt das so? Das sieht eher so aus, als ob es so bleibt, ne? Ergibt ja keinen Sinn. Na gut. Muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. Ich würde sagen, an dieser Stelle, meine lieben Freunde, sehen wir uns im nächsten Dingens wieder. Ich will jetzt mal ganz kurz hier hoch und mal gucken, wie das jetzt hier überall aussieht. Da liegt ein Baumstamm. Da liegt ein Baumstamm. Sonst ist hier nichts Besonderes. Nö. Ja, da liegt noch ein Baumstamm. Da hinten sind gerade... Die will ich mal beobachten jetzt. Ich glaube nämlich... Nee. Ich dachte, hier geht es eventuell irgendwo hin, um eine Leiche zu fressen, aber... Der irrt da einfach nur hinten rum. Wir haben also eine ziemlich gute Position für unseren Bau ausgesucht, weil da hinten, die sehen uns nicht. Und die da lang laufen, sind uns auch nur selten. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch so viel Ruhe. Weil das ist auch übel. Also guck mal, stell dir mal vor, du kommst als Barbar hierher. Könnt ihr mal vorkommen, kommst her. Und dann siehst du so eine fette Behausung da. Und dann daneben gleich so ein fettes Ding, was neu gebaut wird gerade.
wo dran rumgebastelt wird. Also da würde ich schon vorsichtig sein. Und sobald wir das hier alles verbinden miteinander, mit Pfeilstrecken und so, da war gerade, so, wird das auch richtig geil hier. So, jetzt gehen wir nach unten. So. Dann esse ich nämlich noch ganz kurz was. Ich glaube, das halten wir nicht mehr aus bis zu Hause. So, okay, esse ich das mal ganz kurz. So, klack. Und vielleicht ist in der nächsten Aufnahme ja wieder, B, ne, Quatsch, I. Vielleicht ist in der nächsten Aufnahme ja auch wieder... Alter, das ist krass. Wir können ja... Wir müssen das erstmal lassen, wie es ist. Ich mache mir mal ein Feuer an. Und wir grillen uns mal ganz kurz ein Stück dir. Das gönne ich dir. Gönn dir ein Dier. So. Ah, sehr schön nochmal gestreckt hier so, genau vor der Kamera. Das ist super. Dann warten wir mal, bis das Dier fertig ist. Essen das, speichern und dann sage ich Tschüss zu euch. Vielleicht, wenn ich schlafe, vielleicht kommt da Nacht. Kann auch sein. Das testen wir gleich nochmal. Na super. Okay, das hat super funktioniert. Ja, ja, ja. Los, schaut weg. Toll. Okay. Speichern wir den Spaß hier. C. Und warte mal, dann mache ich jetzt ganz kurz mal... Wenn wir jetzt eh nicht mehr hier sind, dann mache ich das Ding mal weg da. Und da sieht das schon ganz anders aus. Das ist nämlich wesentlich weniger, als wir bauen müssen. Und dann... Das hier sind noch... Achte, das ist nicht so wichtig. Ja, ich denke mal, die nächste Aufnahme wird eine Erkundungsaufnahme. Na gut, ich speichere jetzt nochmal. Ich habe vor 10 Minuten schon gesagt, dass wir aufhören. So. Ciao, bis zum nächsten Mal.